Silvia, Bildung schafft Integration, das war quasi dein Credo eben bei der Rede. Was haben wir im letzten Jahr in Sachen Bildung in NRW erreicht? Ja, wir haben eine Art Inventur gemacht mit ein paar Sofortmaßnahmen, die Kopfnoten abgeschafft, das Einschulungsalter gestoppt. Wir haben die Drittelparität, also die Demokratie in der Schule, gestärkt. Wir haben den Ganztag den Gesamtschulen gegeben, die den nicht hatten. Wir haben ausgeweitet, offene Ganztagsschule im Primarbereich. Da sind zusätzliche Mittel, kommen da jetzt endlich hin, damit die Qualität verbessert wird. Also das sind die Sofortmaßnahmen. Und systematisch gehen wir eben Schulentwicklung an. Und da geht unser Konzept für die Gemeinschaftsschule, das geht eben super auf. Und das freut mich riesig. Wir haben jetzt 14 Schulen, die zum Schuljahresbeginn an den Start gehen. Und in den Kommunen ist die Debatte in vollem Gange. Die Kommunen wollen die Gemeinschaftsschule. Das haben wir schon erreicht. Und deswegen wollen wir die Gemeinschaftsschule ins Gesetz schreiben. Zum Thema Integration. Wir wollen den islamischen Religionsunterricht einführen für die muslimischen Kinder. Das ist angeschoben und ich habe mit der Bildungskonferenz eine Grundlage geschaffen für einen Schulkonsens im Parlament in Nordrhein-Westfalen, sodass die Schulen dann für 10 Jahre Sicherheit haben, wie sie arbeiten wollen. Und da habe ich fast alle Verbände drunter bekommen und das ist natürlich eine super Ausgangslage. Jetzt nochmal zum Thema Schulfrieden, das ja auch immer wieder angesprochen wird. Es sind ja nicht nur die Kommunen, die diese Schulen wollen, ist das richtig? Ja, ich meine, SPD und Grüne wollen natürlich die Schulen. Die CDU hat sich bewegt. Die Verbände sind zum Teil sehr dafür, aber die anderen Verbände wären jetzt bereit, es zu akzeptieren. Also ich meine, unter einem Papier GEW und Philologenverband zu haben, das ist, glaube ich, wirklich gut gelungen, dass wir da Gemeinsamkeiten erzielt haben. Und ich spreche ja lieber vom Schulkonsens, weil Krieg ist es nicht und sollte es auch nicht sein. Und ich bin zuversichtlich, dass wir eine gesetzliche Regelung hinbekommen und in diesem Jahr auch noch auf den Weg bringen. Und dann haben die Kommunen eine super Grundlage für die Einrichtung von weiteren Gemeinschaftsschulen. Super, vielen Dank.